Stoß mich nicht. Nee, du kannst mich stoßen, wie du willst, aber verstoß mich nicht. Ja? Beim anderen Ohrenblatt kommt ein Gespräch. Dem hier? Ja. Okay, los. Die Ziffernblätter sind so riesig. Enormes. Mhm. Es ist doch etwas schräg, sie von innen zu sehen. Denn die Wände sind so schräg. Aber abgesehen vom fehlenden Zeiger scheint es hier nichts Ungewöhnliches zu geben. Fertig. Oh. Hinweismünzen könnten noch sein. Nee, hier bestimmt nicht. Ah, noch ein Gespräch. Wo? Ist ja egal, du kannst ja meins mitlesen. Okay. Erstmal. Der Mechanismus ist ganz schön groß, oder? Alles da drin ist riesig, oder? Ja. Ich bin ein bisschen aus dem Bild. Ja, okay. Und er tickt weiter, auch wenn ein Zeiger fehlt. Zum Glück zeigen die drei anderen Ziffernblätter die richtige Zeit an. Die Londoner verlassen sich bei der Uhrzeit auf Big Ben. Oder auf ihre Armbanduhren. Oder auf ihre Kühlschrankuhren. Oder auf die Uhren in ihren Backofen. Oder auf die Uhren im Auto. Oder. Hallo, was meinst du, was mit dem Tourismus passiert? Ja. Unter uns sind ja noch mehr Maschinen. Bleib mit den Krallen bloß nicht im Gitterboden hängen, Shell. Wir beide sind hier aber sicher, Ernest. Oh nein, ich hänge fest. Meine Güte, schaut bloß nicht runter. Ich hab's getan und ich bereue es von ganzem Herzen. Er hat's getan. Aber ich finde keine weiteren Hinweismünze. Ja, irgendwie. Was für gewaltige Koks. Ich schätze, man braucht sie wohl, um die riesigen Zeiger zu bewegen. Das Uhrwerk scheint voll funktionstüchtig zu sein. Lass bloß keine Pfoten von die Pfoten von diesem Kram. Da kann man ganz fix einen Schwanz oder sonst was verlieren. Sein an diesen Cock. Ja. Bei Riesencocks kann man seinen Schwanz verlieren. Cock verliert sich da ganz schön drin, hat ja nämlich keinen Orientierungssinn. Ah, das war ein Reim. Okay, komm. Jetzt ja, der Typ. Dann der Typ. Ich frag mich, wie der ist, weil ich glaube, der hat so eine Art deutschen Akzent oder der heißt auch Hans in der englischen Version und jetzt frage ich mich. Hä? So ein österreichischer. Hey, was machen's denn hier drin? Hier ist der Zutritt verboten. Keine Sorge, das kann man von der Detektei leiten. Die Polizei hat uns erlaubt, hier zu ermitteln. Sie arbeiten vermutlich als Mechaniker an der großen Uhr. Na, ja, ich bin Terry. Terry Handy. Terry der Händler. Anspielung. Terry Handy. Handy. Ja, Terry Handy, deswegen Terry Händler, Anspielung, yay! Ich muss mal ein bisschen, übrigens, ich versuche mal ein bisschen heller zu machen, damit ich nicht so dunkel aussehe. Okay. So, indem ich alles hier weiß mache. Sonst könnte man ja denken, du bist schwarz. Was? Und was wäre so schlimm daran? Nichts. noch der Chat? Der Chat? Oh ja, der Chat gehört ja auch wieder dazu. Stimmt, so, da ist er. Ja. Alle muss ich hier selber machen. So, falls es um den verschwundenen Zeiger geht, ihr habt der Polizei schon alles gesagt, was ich weiß. Ihr Leute fragt mir noch ein Loch im Bauch. Ich glaube, ich vermische gerade Österreichisch mit Bayerisch. Nun, es tut mir leid, dass Sie sich wiederholen müssen. Aber könnten Sie uns sagen, was Sie der Polizei gesagt haben, Mr. Handy? Handy? Wie Telefon? Nein. Den Gag könnte man im Englischen gar nicht mal bringen. Eben. Er kann doch nichts für seinen Namen, Shirl. Wie bei dir auch nicht. Oh, gibt's nicht viel zu erzählen. Als der Zeiger verschwand, war ich schon daheim. Ich weiß gar nichts. Nix. Sie sind gestern früher nach Hause gegangen, richtig? Vorgestern habe ich bis nach Mitternacht an der Reparatur der Uhr gearbeitet. Deshalb bin ich früher wie gestern nach Hause und so. Ja. Gab es sonst noch etwas Ungewöhnliches in Bezug auf den Zeiger, der gestohlen wurde? War er locker oder falsch ausgerichtet oder? Oder so? soll ich machen, dass er. Also er hatte ja im Englischen irgendwie so Grammatikprobleme. Woher weißt du das?
Okay, bis zu dem habe ich noch gespielt. Aha. Weiter aber nur wirklich nicht. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe das nicht das... Ja, aha. Na, ich hatte erst vor 2 Tagen repariert, wie ich schon sagte. Als ich ihn wieder angebracht habe, habe ich auch darauf geachtet, dass er fest saß. Ich verstehe. Dann kann es also auf keinen Fall sein, dass Exodo länger gespielt hat, als er eigentlich gesagt hat. Dass der Zeiger abgefallen ist. Oder dass er ihn aus der Hand gerutschte oder so. Die Polizei hat doch schon alles untersucht, hier drin am Ziffernblatt, aber sie hat nichts gefunden und ist wieder abgezogen. Ja, sagen Sie mir, Mr. Handy, wann ist Ihnen aufgefallen, dass der Zeiger fehlt? Zur gleichen Zeit wie allen anderen, als ich morgens aus dem Fenster schaute, fiel mir auf, dass der Zeiger weg ist. Oh, Sie wohnen also in Sichtseite des U-Turms. Und auf der Seite mit dem fehlenden Zeiger. Ich verstehe. Na ja, ich wohne gleich in der Nähe, in der Chancer Lane. Das ist ja erstaunlich. In der Straße ist auch die Detektei. Das ist die einzige Straße in London, die es überhaupt gibt in diesem Spiel. Es ist schon komisch, dass uns selbst nicht aufgefallen ist, dass der Zeiger fehlt. Genau, ich bin mir sicher, dass er noch da war, als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe. Vielleicht haben Sie eins der anderen Ziffernblätter gesehen. Das hängt ja davon ab, wo man da wohnt. Ich hab's. Ich auch. Es ist doch da nicht so wichtig. So, jetzt... Mein Fuß hat vibriert. Ja, mein Handy war es nämlich. Huch. Unter meinem Fuß. Aua, mein Fuß. Irgendwie schreibt mir, wer ich immer als Verräter, Lügner und Betrüger bezeichne. Ich weiß nicht wieso. Ist nur Beistand für mich. Ach so, ja genau, stimmt, das war's ja. Entschuldigung, aber wirklich, weiter als da war ich jetzt ganz ehrlich nicht. Okay. Wirklich. Okay. Also mehr weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was dann noch kommt. Okay. Ich weiß nicht, dass als nächstes... Ja? Wir noch 3 Hinweise bekommen. Vom kurzem reparierter Uhrzeiger. Der Mechaniker des Urtums, Terry Handy. Das ist halt auf Terry der Händler. Bestimmt angespielt. Ich bin's. War der cool. Aus Zelda? Der war aus Zelda, der Müllträger. Ah ja, und aus Breath of the Wild, ja. Wo er diesen riesen Rucksack hatte, ja. Ja, und er hat halt ein Boot in The Wind Waker. Ja. Oh, ich fand den toll. Terry der Händler. Er hätte sich vergewissert, dass der Zeiger bestens befestigt ist, nachdem er ihn vorgestern repariert hatte. So. Okay, Aber dem fehlenden Stundenzeiger... Außer dem fehlenden Stundenzeiger... Da draußen! Außer dem fehlenden Stundenzeiger scheint wirklich alles an Ort und Stelle zu sein. Ja, hallo. Hier gibt es gar keine Hinweise. Aber Hinweismünzen gab es hier. Ich hätte zumindest mit irgendwelchen Spuren des Verbrechens gerechnet. Schließlich hat sich da wer mit einem ziemlich großen Gegenstand in der Hose verfangen. Ja, wo hätte er ihn sonst verstecken sollen? Ja. Wir brauchen mehr Informationen. Gehen wir wieder runter. Es gibt da noch etwas, was ich Inspektor Hastings fragen muss. Ich wusste, dass er irgendwann kommt, der Abstieg. Für euch mag das ja kein Problem sein, aber ich setze mein Hundeleben aufs Spiel, wenn ich diese Treppe runterhopse. Dann heb ihn doch hoch. Ach ja, wegen deiner Stummelbeinchen. Ha. Fass mich ja nicht an! Nicht dort unten! Nun komm schon, Cher. So ist es doch viel sicherer und viel kuscheliger. Ernest, gefällt dir das nicht auch ein bisschen auf? Ernest trägt dich einfach runter, nicht wahr, Ernest? Der will dir auch bestimmt an die Eier. Ich trage ihn. Hey, was schneidest du denn für eine Grimasse? Nur damit du es weißt, ich habe keine Flöhe. Ich habe keine Grimassen geschnitten. Ich mache nur Pantomime. Genau. Nee, er macht so Hip-Hop-Rap-Zeug. Ja. Yo. Er ist eigentlich DJ und er übt gerade für seine nächste Performance. Ja. Oder
Er macht ein Schieberätsel in Gedanken. Ja. Was macht er da mit seinen Händen? Ich weiß es nicht. Kommt weiter, kein Streit. Aber pass auf, wo du hintrittst, Ernest. Ja, Miss. Miss. Schwupp. Schwupp, runter? Runter. Nicht noch zwischendrin irgendwas gucken? Nö. Oder? Oh, so weit unten war ich noch nicht, aber... Ups. Komm. Na, ist bei dir irgendwas auf dem Bildschirm? Du kannst ja... Nichts Neues, ich wollte eigentlich noch zu Kork, aber... Welchem Kork? Dem Kork. Achso, zum Kork? Ja, zum Kriminaloberkommissar, stimmt. Der war ja auch noch. Booker. Da ist Inspektor Hastings. Schaut mal. Selbst auf die Entfernung kann man die Denkfalten auf seiner Stirn sehen. Vielleicht läuft seine Ermittlung nicht besonders gut, Miss. Hastings! Hastings! Hey, wussten Sie, dass wir bei Scotland Yard einen riesengroßen Kock haben? Hey, Junge! Hey, Junge! Hey, Cat! Von dem mache ich mir auch gern mal Gebrauch. Von dem großen Kock. Ja. Ja, Booker ist bei uns eher so, also der ist nicht der große Kock, der ist nur unser kleiner Kock. Aber wir haben jemanden, der ist ihm größentechnisch überlegen. Ja. Los. Ja. Ah, Cat, was haben Sie denn für mich? Und wer war es denn nun? Wer ist der Täter? Bitte, Inspektor, beruhigen Sie sich. Ich bin noch mitten in meiner Ermittlung. Oh, verstehe. Das wird wohl nix. Ich habe da noch eine kurze Frage an Sie. Laut Mr. Handy haben Ihre Beamten das Ziffernblatt untersucht. Stimmt das? Aber natürlich. Ich habe Sie den ganzen Uhrenraum, das Ziffernblatt und alles in der Nähe überprüfen lassen. Aber es gab keinerlei Hinweise, keine Fingerabdrücke, nichts. Dann gibt es wirklich überhaupt gar keine Spuren, oder? Nun, ich habe ein paar Proben vom Boden, den Wänden und vom Ziffernblatt nehmen lassen. Sie werden gerade im Yard analysiert. Wann können wir mit Ergebnissen rechnen? Übermorgen. Das sollte nicht mehr lange dauern. Was wollen Sie als nächstes unternehmen? Ich glaube, wir kehren zurück in die Chainsaw Lane. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Tun wir das? Meinst du, wir gehen ins Büro zurück, Miss Layton? Das können Sie doch nicht machen. Wir haben doch rein gar nichts. Ich brauche Ihre volle Aufmerksamkeit für diesen Fall, Cat. Inspektor Hastings, bitte. Nun seien Sie doch nicht gleich zu fuchtig. Manchmal muss man eben auch mal einen Schritt zurück machen, um die Dinge als das zu sehen, was sie wirklich sind. Ah, sie will das Ganze nochmal von zu Hause aus betrachten. Na, sie will gucken wahrscheinlich, ob Ernest irgendwie sehen konnte. Ja, ob es von dort aus sichtbar war. Ja. Ist das so? Ja, wenn Sie mich also entschuldigen würden. Hey, das meinen Sie doch nicht ernst! Bleiben Sie hier! Bist du sicher, dass es klug ist, den Tatort zu verlassen, Cat? Ja, aber natürlich. Los, komm mit, ihr beiden. Wir müssen zurück zur Chainsaw Lane. Das ist doch nur ein Katzensprung. Mit dem Fahrrad sind wir ruckzuck gelaufen. Hat da jemand Katze gesagt? Katze, 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 wo? Was? Sagt der Hund. Okay. Ach ja. Ich muss wohl kurz erklären, wie wir uns während einer Ermittlung bewegen. Was? Das ist neu. Ah, ach so. Ja, die haben hier keine Flöße oder sowas. Die haben ein Fahrrad. Untersuche das Fahrrad mit der Lupe, um dich über große Strecken zu bewegen. Ah, okay. Ja gut, das ist aber wie Busse oder... Na, das oder ist so wie Sachen. Das Motorrad von Annie oder die Bostonius. Ja, oder die Busse in den Einläden. Ja, oder das Floß. Genau. Von Bucky. Ja. Bucky kochen. Nein. Redet uns hier, bewegen aus, ja. Diese beliebte Straße im Herzen der Stadt. Oh. Also muss man einfach nur die Lupe über das Fahrrad bewegen und es untersuchen. Genau, und los. Ab zur Chainsaw Lane. Hey, da steht ja plötzlich ein Fahrrad. Diese beliebte Straße im Herzen der Stadt bietet eine bunte Mischung von Geschäften. Chainsaw Lane. Bunte Mischung.
Auch schon nominiert. Aber ist jetzt die Frage. Am Ziel angekommen. Beginn der Chancer Lane.